Kapellengespräche mit Angelika Witschak. Mein Name ist Angelika Witschak, ich bin Journalistin und Theologin und für die Diözese Rottenburg-Stuttgart, unter anderem für den Podcast, zuständig. Diese Staffel der Kapellengespräche beschäftigt sich mit Gemeinden und Riten, die anders katholisch sind. Das bedeutet unter anderem eben auch muttersprachliche Gemeinden. Heute bin ich in St. Maria in Stuttgart und hier feiern die Philippinen ihre muttersprachlichen Gottesdienste. Meine Gesprächspartner sind heute Pater Jonathan Ramoso und Frau Mirna Hamann. Bitte stellen Sie sich doch kurz einmal selber vor. Mein Name ist Mirna Hamann. Ich wohne in Oschelbrunn, Kreis Böblingen. Und hier in Stuttgart-Bereich, da bin ich durch die PMG, Muttersprachige Gemeinde, die Präsidentin, gewählt. Und ich heiße Pater Jonathan Ramoso und ich bin als Pfarrvikar in die deutsche Gemeinde Saison Einheit 3 und auch tätig für die philippinische muttersprachige Gemeinschaft, die in die Diözese Rottenburg-Stuttgart gehört. Und seit 2015 bin ich angekommen hier in Deutschland, in der Diözese gearbeitet. Und bis jetzt bin ich hier in der Gemeinde und bin so glücklich. Und Sie kümmern sich auch um andere Gemeinden, nicht nur die hier in Stuttgart? Ja. Ja. Also hier in Stuttgart gibt es eine philippinische, eine große Gemeinschaft, Muttersprachgemeinschaft. Und bin auch immer unterwegs für die andere Muttersprache. Gemeinschaften, zum Beispiel in Heilbronn, in Ulm, in Heidenheim und viele andere Ortschaften, wo die Filipino sind. Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Gab es dafür einen speziellen Grund? Nach der Priesterweihe 2011 bin ich von meiner Ordensgemeinschaft, also ich bin auch gehört zu der Ordensgemeinschaft, heißt Barnabiti, bin dann nach Rom geschickt. Für die weitere Ausbildung für dort vor 3 Jahren, 2011 bis 2013. Und bin ich dann zurück nach Philippinen 2014 und habe schon in diesen 3 Jahren in Rom studiert, habe auch schon viele Gemeinschaften hier in Deutschland kennengelernt und das habe ich gesehen, die brauchen eine jemand, ja, Unterstützung und eine Seelsorge für die philippinische, besonders für die philippinische Muttersprache und auch für eine deutsche Gemeinde. Das auch, finde ich auch, das ist ganz herzlich von meiner persönlich, habe diese Berufung gefunden. Auch 2015 habe ich auch angefangen in die Gemeinde gearbeitet, auch neben für die philippinische Muttersprache. Und wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich bin nach Deutschland gekommen, weil mein Mann und ich haben in Philippinen kennengelernt und haben wir dort geheiratet dort und dann nach Deutschland. Und ich bin seit in Deutschland 1981, also bis heute wieder. Und dann mein Mann ist arbeitet als Bauingenieur. Und ich bin so oft zu Hause als Hausfrau, wegen der Kinder. Wir haben 4 Kinder. Und dann, meine Kinder im Moment, die sind alle erwachsen. Und deswegen, ich habe meine Zeit jetzt für die Kirche. Ich bin auch eine Missionarin in Oschelbrunn. Das heißt, ich arbeite sowieso für die Kirche und dann auch nochmal hier für die philippinische Gemeinde in Stuttgart. Ja, dann habe ich mir jetzt gerade den Gottesdienst angeguckt. Das war ja ein besonderer Gottesdienst, der war ja philippinisch-deutsch. Genau. Und im Anschluss ist ja jetzt sogar auch noch ein Fest, ein philippinisches Essensfest im Prinzip. Also es sind verschiedene Speisen und Getränke, habe ich gesehen. Mhm. Sie haben das ja auch schon gerade eröffnet, eben gerade mit einem Segen und einem Gebet. As we say together, bless us, O Lord, in this day gifts, which are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Guten Appetit and welcome to our food festival, Summer Festival 2023. Thank you for coming. Thank you. Salam. Was hat es denn mit diesem Fest eigentlich auf sich? Dieses Fest, das haben wir angefangen letztes Jahr.
aber das war so viele Leute und so wenig Essen. Das war ein schönes Fest auch und schönes Wetter. Und wir haben auch angefangen mit Gottesdienst, aber nicht Gemeinschaft mit den Deutschen, sondern nur philippinische Leute gekommen sind. Und dann nur das Problem ein bisschen war das Essen, weil so wenig. Dass die Leute gekommen, wir wollen essen, aber der ist nicht mehr da. Und deswegen haben wir als Gemeinschaft haben wir überlegt, die Anfang dieses Jahres, dass wir nochmal machen ein Food Festival. Wir wollen eigentlich Juni, ja, Vater. Das Problem war in St. Maria, wir haben keinen Termin mehr gekriegt. Deswegen wir sind dann heute da zusammen mit der deutschen Gemeinde. Das ist das Thema. Und feiern Sie öfter gemeinschaftlich Gottesdienste mit den deutschen Gemeinden, mit der deutschen Gemeinde hier vor Ort? Als ich hier angekommen und gearbeitet in der Gemeinde, habe ich das auch mit meinen Landsleuten zusammen gedacht, wäre es besser, wenn wir auch vielleicht 3 oder 4 Mal im Jahr einen zusammen Gottesdienst mit der deutschen Gemeinde, auch für die philippinische Gemeinde. Und habe das schon 2015, 2016 angefangen für diesen gemeinsamen Gottesdienst. Und habe auch in diesem Jahr, nach dem Gottesdienst, die Philippinen hat besonders Essen vorbereitet, also philippinisches Essen vorbereitet. Und die Leute auch kommen, auch viele Leute. Ja. Und jetzt, das ist schon eine große Tradition, das machen wir, versuchen wir immer, nicht nur für unsere Muttersprachegemeinde, für die Filipinos, die hier sind, auch für die deutsche Gemeinde. Ja. Ich finde auch eine gute Zeichen, besonders hier in Europa, in Deutschland, also für die anderen ausländischen Leute, für Menschen, die hier gekommen und hier gearbeitet, das ist eine gute Begegnung, wie es den Glauben zu verstärken und auch miteinander zu helfen, und finde ich schön. Der Gottesdienst war ja jetzt auf Deutsch und Englisch. Sprechen Sie tatsächlich auch im Gottesdienst normalerweise auch auf Englisch, also wenn Sie jetzt nur unter Filipinos und Filipinas sind? Ja. Mhm. Ja. Also bei uns, wenn wir Gottesdienst feiern, ich halte auch den Englisch, den Ritus in Englisch, aber zum Beispiel beim Predigt mache ich den Englisch oder Philippinisch oder auch Dialekte auch. Das ist auch, finde auch schön für die Filipinos und Filipinas, die im Gottesdienst sind. Das ist ein bisschen typisches, also wie eine Heimat zu finden für die Sprache. Eine Heimat, kann ich mir vorstellen, ist vielleicht auch diese Figur. Also jetzt stand ja auch zentral am Altar, hinten im Altarraum, eine Figur. Die ist besonders geschmückt. Vielleicht können Sie da einfach kurz noch mal was zu erzählen. Also, diese Figur ist das unser Jesuskind, das heißt Santo Niño. Und das ist ursprünglich vom Cebu. Cebu ist eine von den großen Städten in Philippinen. Und dann haben wir auch hier mitgebracht, in unser Landsleute. Und wir sind seit 1984 haben wir diese Santo Niño gefeiert. In Rothenburg. In die Festhalle. Erstmal Gottesdienst in St. Martin Dom und danach laufen wir zu der Festhalle und haben mit einem großen Fest, tanzen, essen und vieles mehr. Und das ist jedes Jahr, immer Januar. Und nächstes Jahr haben wir unser Jubiläum. Da wird wir 30 Jahre. Da freut mich schon. Gibt es denn noch weitere Traditionen und Feste, die Sie aus den Philippinen mit nach Deutschland genommen haben? Eigentlich viele. Zum Beispiel diese Marine Movement, die machen auch diese Santa Cruzan. Santa Cruzan ist immer Mai, Mutter Gottes Monat. Und die machen auch Mitte oder Ende Mai diese Santa Cruzan. Und das ist fast die gleiche. Nur die St. Maria, feiern hier in St. Maria und immer Prozession, letzte Prozession, Gebet und danach auch zusammen gemeinsam essen. Immer Essen ist dabei. Und auch, ich glaube, eine
schon eine bekannte Tradition bei uns auf den Philippinen, ist diese Weihnachten. So Weihnachten ist es, haben wir diese 9 Tage Vorbereitung vor dem Geburt Jesu am 25. Also wir fangen hier in Deutsch, in Europa, in Deutschland, fangen wir diese Novena 15. Dezember bis 23. Dezember. Also ursprünglich in Philippinen fangen wir am 6. bis 24. Und ich finde auch diese gute Tradition, diese Novena, die heißt Santa Misa di Gallo. Oder hier machen wir Simbangabe, heißt es eine traditionelle Abendmesse. Und jeden Tag, für 9 Tage, Gottesdienst, und kommen viele Leute hier in St. Maria. Schon 2014 angefangen für diese Tradition, und bis jetzt kommen viele Leute. So genau. Das ist auch gut. Ich möchte dazu sagen, über diese Simbangabe. Normalerweise die Simbangabe, die Tradition in Philippinen, ist morgen früh und vier oder drei, morgen früh. Aber hier in Deutschland ist es kalt. Wir können das nicht hier machen, Gottesdienst in der Zeit, morgen früh, weil das ist auch nicht in Deutschland, in der Kirche nicht erlaubt, weil es so kalt. Deswegen haben wir so gedacht, machen wir dann abends um 20 Uhr, eine Stunde. Und dann danach gemeinsam essen. Ja. Was sind denn sonst noch so Traditionen, die auf den Philippinen sind, gerade unter Christen? Also, ich habe so Bilder im Kopf, zum Beispiel von bemalten Autos oder Fahrzeugen, die vielleicht auch immer einen Rosenkranz drin haben. Ist das typisch? Ja, im Auto, da hängt Rosenkranz. Das ist unser Glaube. Das beschützt dann. Ja. Und viele ist, das machen dann, aber nicht alle, aber das ist die Rosenkranz ist unser Beschützer. So kann man sagen. Und ich habe, glaube ich, auch schon mal Bilder gesehen von Bussen, wo zum Beispiel ganze Bibelszenen drauf gemalt waren. Ah, okay. Ja, da habe ich da nichts gesehen, aber ich glaube schon, die glaube an das. Mhm. Also zum Beispiel auch, gibt es auch viele Familien, die wollen auch diese Segen von den Priestern, zum Beispiel ein Haus zu sägen und ein Auto zu sägen, auch die Rosenkranz zu sägen, Figuren zu sägen. Das ist bei uns ist normal so. Mhm. Kleine Kinder, kleine Sänger muss man den Priester auch sägen. Das ist so halt bei uns in Philippinen so, und wir bringen das auch hier weiter. Mhm. Ja. Soweit ich weiß, ist ja der katholische Glaube erst vor 500 Jahren auf die Philippinen gekommen, durch die Spanier. Mhm. Und seitdem ist es aber schon eine Mehrheit. Also katholisch zu sein ist normal. Ja, genau. Ist keine Minderheit. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass die Kirche gerade auch viel Soziales auf den Philippinen macht. Mhm. Also dass die für Schulen und Krankenhäuser zuständig ist, dass sie sich einsetzt, zum Beispiel für den Wohnungsbau oder gegen die Landreform oder auch dagegen, dass weiter Gold-, Kupfer- und Zinnbergbau stattfindet. Ja, die Kirche, ich glaube, in Philippinen, wo heutige Tage, die modernen, dann die Gläubige, die meistens, die oder die Kirche, wie die viel Geld hat, die Reiche, die gibt Kirche, die ist arm, aber die gibt Kirche, die ist so viel Geld. Und dann, glaube ich, die will das so machen, für die Schule investieren oder für die armen Leute oder diese Kinder, die arm sind, zur Schule zu schicken oder so. Ich glaube, die machen das schon in Philippinen. Ja. Ich habe auch gelesen, dass es eine unabhängige katholische Kirche gibt auf den Philippinen, die jetzt erst so seit etwa 100 Jahren existiert. Wissen Sie was darüber? Gibt es einen Unterschied zum Beispiel? Aber das auch Christen, ja. Mhm. Ja, auf den Philippinen gibt es auch viele andere Christen, christlichen Glauben, die von eine also damals ist Philippine Priester und auch von anderen hat eine andere Glaubensgemeinschaft gegründet, ne? Das ist auch, das heißt es Aglipayan, ja.
Das ist in dieser Zeit die Priester, das ist ein katholischer Priester und auch gibt es eine schlechte vielleicht Erfahrung in der Kirche, dass wie hier in Deutschland damals, ja, und dass das, die wollen eine andere christliche Gemeinschaft zu gründen. Ja. Aber das ist auch so schwierig bei uns auf den Philippinen. Ja. Hier ist, gibt es eine ökumenische Gemeinschaft, die evangelisch und katholisch zusammen sprechen, ist offen zu sein. Aber auf den Philippinen ist eine große noch eine Unterschied und gibt es wirklich Streit, also für den Glauben. Aber das ist eine große Herausforderung für die Glauben. Auch bei uns, wir sind die Mehrheit für den Glauben, also katholisch, aber auch für die anderen Gläubigen, auch christlichen Glauben. Das ist, finde ich, vielleicht in der Zukunft vielleicht eine Punkt, wo können wir in Frieden zu sein, also auch Glauben zu nicht unbedingt zu streiten, sondern zusammen. Wie ist es denn jetzt hier konkret in Deutschland? Sie haben das ja wahrscheinlich auch erlebt auf den Philippinen und jetzt hier den Glauben zu leben, ist es sehr anders? Sehr anders, weil wir oder ich bin aufgewachsen in einer sehr katholischen Familie. Und wir mussten jeden Sonntag in die Kirche. Und die Kirche ist voll, voll, voll. Und dann die Gottesdienst kann man schon ab 6 Uhr in der Morning, ab 6 Uhr morgens, dann jede Stunde bis 12 Uhr. Dann nochmal abends, nochmal 2, 3 Gottesdienste. Das ist für mich Neues, wenn ich bin hier in Deutschland. Weil hier die Gottesdienst ist so wenig. So ist es. Vermissen Sie das? Ich vermisse das so arg. Das ist es. Und bei uns ist Glauben ist eine selbstverständlich, dass man in Kirche gehen, nicht nur für die älteren Leute, aber für die jungen Leute. Ja, die jungen Leute, also zusammen. Bei uns ist in der Kirche, findet den Gottesdienst zusammen mit den älteren Leuten, auch mit den jungen Leuten und auch mit den Kindern. Ja. Und ganz anders hier, ja. Aber schon. Hilft Ihnen vielleicht auch irgendwas, hier, ich sag jetzt mal, mehr Heimat zu kriegen? Hier in Deutschland? Ja. Was denn? Es hilft mir hier die Gemeinschaft, das hier zu lieben. Und wenn ich bin hier über 40 Jahre in Deutschland, dann bin ich auch hier. Das ist meine Heimat. Ja. Ja, also eine Heimat zu finden, das ist, wo man findet, mit dem Kultur zusammen, auch mit dem Sprache immer lernen und mit den Leuten, die zusammen die Lifestyle, Kultur rein in die europäische Kultur, auch von meiner Kultur, wo ich komme, asiatische, philippinische Kultur und Mensch. Ja. Gibt es eine spezielle Verbindung zur Diözese Rottenburg-Stuttgart und der philippinischen Gemeinde? Ja, es gibt eine spezielle Verbindung, weil die Diözese Stuttgart-Rottenburg, die haben uns unterstützt. Ganz viel Sachen. Ja, finanziell auch. Und wenn wir haben ein großes Fest in Rottenburg, da hat uns die Rottenburg Stuttgart viel, viel unterstützt. Ich weiß das, weil ich bin die Kontaktperson in der UCC. Deswegen ich bin so glücklich damit, dass die UCC unterstützt uns. Und Sie haben jetzt gesagt, finanziell auch auf andere Art und Weise. Ja, finanziell ist es so, wenn wir hier in Rottenburg unser großes Fest, das zahlt alle die Diözese für uns, die Festhalle.
Und dann hier in Stuttgart, wir kriegen auch einmal im Jahr Geld für unsere muttersprachige Gemeinde. Ja. Wie oft feiern Sie jetzt hier Gottesdienst in Stuttgart? Also hier, wir haben nur einmal im Monat Gottesdienst für die Muttersprache. Und in andere Gemeinde, muttersprachige Gemeinschaft, zum Beispiel in Ulm, habe ich vor schon zwei Jahren, ein Jahr angefangen, habe versucht, siebenmal oder sechsmal im Jahr. Und auch in Heilbronn und in Heidenheim und andere Orten. Und gibt es auch viele, auch Sakramente spenden, Taufe, überall. Und Gespräch für den Leute auch, ja, für diese Sache und Krankensalbung und so weiter. Und wie viele Leute kommen so zum Gottesdienst? Unterschiedlich. Manchmal voll, manchmal auch 50 Leute, manchmal 80, manchmal mehr als 80. Aber das ist schon für uns genug. Wir sind Kirche hier voll. Wie viele Filipinos und Filipinas sind hier in der Diözese in etwa? In der Diözese angemeldet ist nicht arg viel, weil das ist nur die Steuer, die kirchliche Steuer gezahlt hat. Aber viele jetzt gekommen, die neue Generation, diese Krankenpfleger und Pflegerinnen, die sind aber auch nicht gezählt in der Diözese. Also wir sind Umgebung hier in Stuttgart, viele Filipinos jetzt im Moment. Aber von der Diözese, von der Registration, angemeldet sind, das sind nicht so viele, 1500, die angemeldet sind. Sie hatten jetzt gerade gesagt, die Neueren, das sind vor allem Krankenschwestern, die kommen. Mhm. Das heißt, das ist so der Hauptgrund, dass Sie als Krankenpfleger arbeiten. Ja. Das ist der Hauptgrund, die sind gekommen. Wir gehen mit einer Firma oder Agentur, die sind hier geholt und dann im Krankenhaus oder im Pflegeheim verteilt. Gibt es auch noch andere Gründe, warum Filipinas und Filipinos hier nach Deutschland kommen? Ja, die will auch verheiraten mit Deutschen. Ja, Sie sind definitiv ein anderes Beispiel. Genau. Ja, genau, ja. Ah ja, so ist das. Bin ich auch so. Was bedeutet es Ihnen denn, dass Sie hier muttersprachliche Gottesdienste feiern dürfen? Das bedeutet uns sehr, sehr wichtig, weil wir sind so halt zusammen. Wir zeigen die philippinischen Leute, dass wir sind da, dass wir auch gemeinsam zusammen die Gottesdienste oder mitarbeiten. Das ist ein gemeinsamer Gottesdienst und helfen miteinander und auch dabei zu sein. Weil auch so viele Leute, also besonders diese Zeit Filipinas, die hier gearbeitet haben, und die brauchen eine Gemeinschaft. Wenn wir zum Beispiel ein Problem haben, nur zu hören und einfach dabei und etwas typisch philippinisch, Filipinos, die zusammen sein, das ist eine große Hilfe, finde ich. Große Hilfe, wenn jemand von dem gleichen Ort und zum Beispiel, das ist dort Heimweh, weil zum Beispiel im Weihnachten, das freut sich nach Philippinen zu fliegen, aber in dieser Zeit, haben wir diese unsere Tradition gemacht und einen Gottesdienst, finde ich auch für die Filipinos. Das ist so froh, wenn wir zusammen. Und besonders an die Krankenschwester, Krankenpfleger, die neu sind, die suchen Kontakt. Und die suchen Leute, philippinische Leute, die so lange schon in Deutschland sind, und Kontakt zu haben und fragen, wo ist die asiatische Laden, wo ist die Kirche und etc. Das ist sehr wichtig für die. Ja, dann vielen Dank, dass ich einen Einblick kriegen konnte in diese Art, anders katholisch zu sein. Ja, bitteschön. Wir freuen uns auf diese Interview. Ja.
Vielen Dank. Viel Spaß jetzt noch beim Fest. Ja, danke, danke, danke.